Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Skyworld. Und es freut mich übertrieben, dass die erste Folge gut bei euch angekommen ist, dass es viele Kommentare zusammenkamen, viele Likes. So kann es weitergehen, das würde ich mir für die Folge auch wünschen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für alle Tipps und Tricks. Da kamen sehr viele rein und vieles wusste ich, aber vieles wusste ich noch nicht. Und deswegen können wir jetzt sehr gut weitermachen. So, genau. Ja, zum Beispiel war ein Tipp, dass man die Siebe, die Sieves, in einem 5x5 Feld anordnen kann. Es ist eigentlich ganz geil. Ich habe ein paar schon vorbereitet, aber viele müssen wir jetzt noch in der Folge machen. Beziehungsweise will ich in der Folge machen. Können wir auch in der Folge machen. Dann muss ich aber auch ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel diese zwei Teile, da habe ich mal, ja, mit Flint, da habe ich dieses Netz mit Flint verstärkt, aber dann geht das mit den anderen nicht mehr. Deswegen werde ich die zwei Teile nochmal rausnehmen. Ja, ansonsten habe ich hier noch ein bisschen weitergemacht mit der Baumfarm und ja, ein bisschen so vorbereitet. Da habe ich endlich Wasser. Und ich brauche ein bisschen mehr Erde, habe ich das Gefühl. Ja, wo ist meine Erde, was laber ich? Nein, hier meine gefarbten Blätter. Die mache ich mal da rein. Dass da mal ein bisschen Erde zusammenkommt. Ich meine, wir werden das noch gut benötigen. Ja, der Debitor und der Castcrafter sind noch auf dem Server. Ich habe vorhin mit denen geschrieben. Wir kennen die ja, beziehungsweise ich kenne die ja noch aus Minecraft Doors. Das war ein cooles Projekt damals. Ja, ja, ja. Ich glaube, das Projekt hier wird genauso cool. Und ich habe endlich meine Weinminer wieder entdeckt und auf eine Taste gelegt. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, okay. Ist okay. Ist okay. Sie fragen, ein bisschen Holz brauchen wir auf jeden Fall. Das auch. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Das da hier hin und das so, oder? Yes. Holzrüstung. Oh, man kann sich Holzrüstung machen. Ich mache mir Holzrüstung. Ganz klar, auf jeden Fall. Das wird super. 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4. Okay, Moment. So. 14. Perfekt. Perfekt. Zack. Zack. Wir machen uns jetzt Holzrüstung. Einfach aus Spaß, weil es cool aussieht. Weil, ich meine, am Ende macht man die ja sowieso nicht mehr. Aber jetzt am Anfang, weil wir sowieso nichts anderes machen können, ist doch mal, ist es doch ganz witzig. Mega OP Holzrüstung mit 2,5 Rüstungsbalken. Sieht aber cool. Sieht cool aus, Leute. Sieht cool aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. So, jetzt aber machen wir mal hier dieses Feld voll. Ich habe natürlich auch die Plattform erweitert, ist ja klar. Mir ist das Dunkelholz ausgegangen, da habe ich mit dem Hellen weitergemacht. Dann mit dem Normalen. Jetzt muss es einfach nur Funktion erfüllen. Irgendwie habe ich gerade... Habe ich... Oh, ich habe 4 zu viel gemacht. Ups. Egal. 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 Zack, aber ich habe 7 habe ich zu viel. Also Gestelle und Netze zu wenig. Glaube ich. Ja, irgendwie schon, ne? Ne, irgendwie nicht. Ja, perfekt. Die Frage ist jetzt, 7 wird es Dirt oder 7 wird das nicht? Brauche ich das überhaupt noch? Keine Ahnung. Was ich jetzt zuerst mache. Wir, beziehungsweise ich, muss auf ein Cobblestone-Generator hinarbeiten. Habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Aber das ist jetzt so das Wichtigste, was wir machen müssen. Das heißt, wir brauchen eine unendliche Wasserquelle. Wir brauchen Lava. Wir brauchen ganz viel Cobblestone.
Wir brauchen erstmal Eisen für zwei Eimer. Beziehungsweise ein Eimer geht auch. Wir machen nur ein Eimer, das reicht schon mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das dürfte reichen. Das craften wir jetzt zusammen. 3, 1, 2, 3, so. Das geht. Das kann ich jetzt hier einschmelzen. Das habe ich auch alles schon gebaut. Jetzt ist die Frage. In der Zeit, wo das schmilzt, haue ich hier einfach mal die Erde durch. Und das ist so geil. Es geht auf jeden Fall. Es funktioniert. Okay, jetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Cobblestone. Okay, das ist zu viel. Oh, perfekt. Das reicht noch für eins. So, 15 Stück haben wir. Das ist fertig, perfekt. Dann können wir jetzt den Eimer machen. So, wo mache ich jetzt die Wasserquelle hin? Soll ich nicht? Mache ich einfach. Aber das, da können wir ein bisschen sparsamer sein. Okay, Moment schon was. So geht das. So. Dann so. Eins, zwei, drei, vier. Genau so. Und dann dürfte das doch schon mal klappen. Perfekt. So, dann hätten wir jetzt hier unsere hoffentlich unendliche Wasserquelle. Perfekt. Jetzt brauchen wir ein Magma Crucible, heißt es so? Ne, es heißt nur Crucible. Aber wir müssen das Unfired Crucible machen. Mit Unfired Clay oder, genau, Porcelain Clay? Irgendwas, irgendwie sowas. Egal. Bone Meal und Clay. Bone Meal habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich dann nur. Und Clay mache ich, indem ich dieses Zeug in Dust verwandle. In Dust abkloppe. So. Und dann in ein volles Wooden Barrel mache, also mit Wasser voll. Dann entsteht da Clay. Dieses Clay kann ich jetzt natürlich einfach mit einer Schaufel abhacken. Vorsichtshalber. So, zack. Zack. 8 Stück. Super geil. Okay. Dann hätten wir das. Das können wir zusammen craften in Porzellan-Dingsbumsens. So. Da, Moment, nee, nicht verfeuern. Das können wir jetzt hier in ein Unfired Crucible machen. Dieses Crucible müssen wir feiern, also anfeiern, also wie nennt man das? Brennen. Wir müssen das brennen. Und wenn das gebrannt ist, wird es zum Crucible und dann kann ich das einfach, ja, dann müssen wir wohl oder übel jetzt einfach das hier draufstellen. Zack. Raid einmal. Okay, da kann ich jetzt doch einfach mal rein. So, jetzt ist das voll. Und jetzt wird das zu Lava geschmolzen. So eine Fackel. Also, realitätsgetreu ist das nicht, aber wir lassen das mal so stehen. Okay, da sind wir doch jetzt echt ein gutes Stück weitergekommen. Den Cobblestone-Generator, den will ich jetzt auf jeden Fall noch machen, das ist klar. Aber wir müssen jetzt halt ein bisschen warten. Erde könnte ich natürlich auch benutzen, ne? Erde brennt auch nicht. Das wäre eine Idee. Erde brennt nicht. Das heißt, es könnte ich auch benutzen. Das ist eine super Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Erde. Ah, ich habe auch keine Erde mehr, ne? Shit. Okay, so muss es noch sein. Und dann. So. Komm her. Genau. Okay, das ist
Ein bisschen bescheuert. Sieht natürlich kacke aus, aber leider habe ich es gerade nicht besser. Und ich werde kurz was farmen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir von der Insel unten ein bisschen Andesite geholt. Es ist ja gerade vollkommen egal, was wir benutzen. Am Anfang wird das zwar sehr hässlich aussehen, aber vollkommen egal. Hier wird Wasser runterlaufen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ist natürlich nur ein einfacher, ganz normaler Cobblestone-Generator. Aber hier ist schon fertig, oder? Perfekt, und es reicht genau für einen. Und jetzt müsste das eigentlich... Ah, Kacke. Machen wir es andersrum nochmal. Da die Lava hin. Einmal. Uiuiui, nicht reinfallen. So. Jetzt ist es halt, naja. Egal. Jetzt habe ich hier wenigstens den perfekten Cobblestone-Generator. Und kann hier Cobblestones machen. Yay! Okay. So, damit das hier aber... Gut, jetzt kann ich schon wieder Slabs machen. Das ist schon mal gut. Jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen, so. Ja. Ich werde jetzt hier mal kurz ein Dings drauf machen, damit ich nicht reinfalle. Und dann ansonsten... kann man das doch so lassen. Okay, Leute, falls es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Und tschüss.